Kapitel 11. Auf dem zweiten Planeten wohnte ein Eitler. Ah, da kommt ein Verehrer zu Besuch, rief der Eitle von Weitem, so wie er den kleinen Prinzen erblickte. Denn für Eitle sind andere Menschen Verehrer. Guten Tag, sagte der kleine Prinz. Sie haben aber einen komischen Hut. Damit ich grüßen kann, antwortete der Eitle. Damit ich grüßen kann, wenn man mir zujubelt. Leider kommt hier nie irgendeiner vorbei. Ach so, sagte der kleine Prinz, der nichts begriff. Klatsch in die Hände, riet ihm deshalb der Eitle. Der kleine Prinz klatschte in die Hände. Der Eitle grüßte bescheiden, indem er seinen Hut lüpfte. Das ist lustiger als der Besuch beim König, sagte sich der kleine Prinz im Stillen. Und wieder klatschte er in die Hände. Wieder grüßte der Eitle, indem er seinen Hut lüpfte. Nach 5 Minuten bekam der kleine Prinz das eintönige Spiel satt. »Und was muss ich tun?«, fragte er, »damit der Hut runterfällt?« Aber der Eitle hörte nichts. Eitle hören ausschließlich Lobgesänge. »Verehrst du mich eigentlich sehr?«, fragte er den kleinen Prinzen. »Was bedeutet verehren?« »Verehren bedeutet anerkennen, dass ich der schönste, der bestgekleidete, der reichste und der intelligenteste Mann auf diesem Planeten bin.« »Aber du bist allein auf deinem Planeten.« »Tu mir den Gefallen, verehre mich trotzdem.« »Ich verehre dich«, sagte der kleine Prinz und zuckte ein wenig die Schultern. »Aber wozu soll das taugen?« Und der kleine Prinz machte sich davon. »Die Erwachsenen sind wirklich sehr seltsam«, sagte er sich einfach nur im Stillen während der Reise.